So, da ist jetzt unsere Zusammenfassung vom Megawalk. Ihr werdet feststellen, wir sind keine Profis, weder was die sozialen Medien angehen, beziehungsweise Netzwerke. Unsere Technik ist jetzt auch nicht high-end, deswegen gibt es manchmal das ein oder andere Tonproblem. Und wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß habt, dem Ganzen folgen könnt. Und am Ende des Films gibt es dann also. Naja, nicht des Films, sondern unseres Zusammenschnitts gibt es auch noch ein bisschen Bonusmaterial. Das, was jetzt nicht in die Zusammenfassung geschafft hat, aber die totale Katastrophe von uns könnt ihr euch jetzt hier angucken. Wir sagen nochmal vielen Dank an alle, die uns begleitet haben oder gefolgt sind auf Instagram, die gespendet haben, uns unterstützt haben, uns gute Tipps gegeben haben. Und wir sind gespannt, was als nächste Idee von uns kommt. Immer getreu dem Motto, halt mal mein Bier, das sind die besten Ideen. Und jetzt geht's los. Moin, moin, Leute. Moin. So, es ist 8, Quatsch, 9 Moin. Uhr, 9 Uhr. Ne, wir gehen jetzt los. Es ist arschkalt, meine Ohren sind jetzt schon kalt. Ich ziehe auch gleich eine Badekappe auf, damit ich meine Ohren warm halte. Wir fangen schon mal an mit Spenden. Also wir haben hier schon mal 30 Euro. Und für alle, die uns unterwegs begegnen und sich daran beteiligen wollen, ja, können wir das quasi einsammeln. 30 Euro sind vom Fanclub schon drin. Und wir gehen jetzt los und melden uns zwischendurch dann immer wieder, ne? Bis später. Bis später. Los geht's. Los geht's. Micha, vielen Dank. Vielen Dank. Gerne, gerne. Schönen Dank an unseren Kameramann. Ja, wir sehen uns beste Mann. In 7 bis 8 Stunden wieder hier. Ja, Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen. Erstens arschkalt. Deswegen habe ich auch meine Badekappe auf. Ne? Christoph, muss ich euch zeigen, sieht ein bisschen gay aus. Ein bisschen sehr gay, aber sehr gay. Ja, aber scheint wohl richtige Funktionssportkleidung zu sein. Also werde ich der Loser sein, am Ende, der wahrscheinlich die meisten Scheuerwunden hat, wenn ich es denn überhaupt schaffe. Bin gespannt, wann der Rücken nachgibt, weil 3 Bandscheibenvorfälle hatte ich ja schon. Ob wir das überhaupt durchhalten. Naja, lassen wir uns überraschen. Das Ende seht ihr dann ja noch. Vielleicht lebe ich dann auch noch. So Leute, also Melverode haben wir jetzt verlassen. Wir sind an unserer, wo ist er denn? Liebsten Brauerei. Der Firma Wolters angekommen. Und gehen jetzt in die Stadt. Und falls ihr mal gucken wollt, wir haben ja ein Begleitfahrzeug, was uns mit, ja, gegebenenfalls Klamotten oder ähnlichen versorgt, wenn wir denn dann in der Lage sind, dass wir das brauchen. Der macht auch noch gleich ein paar Bilder für uns, die wir dann euch auf YouTube zeigen. Das war Micha. Hi Leute, so, wir sind jetzt vom Schloss in der Innenstadt angekommen, also die ersten 4 Kilometer haben wir geschafft, also fast die Hälfte, wenn man es jetzt positiv ausdrücken will, an dem Rest des Fast arbeiten wir noch. Der nächste, naja, nächste offizielle Station ist dann das Stadion. Also für die Menschenmenge, die uns dann da in Empfang nehmen wollen, ja, haltet Abstand, tragt eine Maske, sicherheitshalber, ne? Kein Konfetti ist auch ganz wichtig, weil das müssen wir dann hinterher sauber machen. Aber Spenddosen haben wir dabei, also wer da ist, kann dann natürlich auch gerne was reinhauen.
So, wir gehen erstmal weiter. Also gerade eine herz erfrischende Diskussion mit Christoph gehabt über Scooter und Roller. Er sagt nämlich immer Roller. Dabei reden wir die ganze Zeit über Scooter. Roller, zwei Roller. Naja, gut. Also die Themen gehen uns erstmal nicht aus. Ne? Wir sind jetzt an der Hamburger Straße und gleich am Stadion. Hier gibt es eine sehr interessante Aufklebersammlung und am allergeilsten ist dieser Aufkleber geht schlecht ab. Also das ist mal eine phänomenale Idee. So, Wetter ist weiterhin super. Ja, Pödi, die kleine Pussy, hat die Jacke ausgezogen, dem ist schon warm. Ja, was willst du machen? Ja, sind jetzt wahre Liebe durch. Auf geht's zum Flughafen und bis jetzt läuft alles super. Zu trinken, da kommen wir überhaupt nicht vorwärts mit ihm. Kaffee, danke, Becker, Micha. Danke, Micha. Micha ist übrigens unsere Streckenbegleitung. Ne? Vielen Dank dafür, Micha. Gerne, gerne. Und ich werde jetzt schon langsam K.O. So, also das Schöne ist, ich mache hier immer Videos und mache erstmal immer ein Selfie von mir. Das macht richtig Spaß. Wie ihr erkennen könnt, Pödi, der hängt schon ein bisschen nach. Ne? Sind jetzt in Krallenriede angekommen. Ja, wie gesagt, 12 Kilometer. Bis jetzt läuft alles super. So Leute, gerade angehalten worden von einem hupenden Autofahrer. Geiler Typ. Geiler Typ, nochmal vielen Dank. Hat uns Bier mitgebracht, alkoholfrei, beziehungsweise für Christoph mit Stoff. Mit Stoff, mit Prozenten. Ja, hat auch noch was in unsere Spendendose gehauen. Von daher vielen Dank. Wir gehen jetzt weiter zum Flughafen und sind, naja, schätzungsweise in einer Viertelstunde ungefähr da. So, angekommen beim Flughafen. Pödi muss auf jeden Fall Schuhe tauschen. Ich werde Jacke ausziehen. Reicht jetzt wirklich. Wird warm. Wie gesagt, eben noch angehalten worden. Richtig geile Aktion. Bier bekommen und auch gespendet worden. Ist mega geil. Micha ist wieder bereit. Einmal Micha. Unser Kameramann,
Beste Mann heute, begleitet uns. Ja, super. So, Herr Pöltfried. Können wir? Ja. Dann. Auf geht's, Eintracht kämpfen und siegen. Micha, danke dir, bis später. Bis zum nächsten Etappenziel. Ja, das gehört leider auch dazu. Ne? Mal ein bisschen was wegbringen. Alles, was die Natur so hergibt, wird jetzt von Christoph besprenkelt. Ja, aber lassen wir ihn mal lieber alleine, ne? Ein bisschen Diskretion. So, endlich bei den schwarzen Löwen angekommen. Kimi. Ne? Ne? So, Tür zu machen. Ja. Ich hab was für dich. Leer gut. Leer gut? Leer und gut. Oh. So, wunderschöne Anlage hier. Den Rest dürfen wir euch nicht zeigen. Nur Timmy. Oh, so. Wir sind im Namen der Stiftung unterwegs. Ich hab's geahnt. Du darfst uns auch auf Instagram folgen. Tu ich doch. Da gibt's ständig Updates. Ein Traum. So Leute, nicht lumpen lassen, wenn ihr was vorhabt oder spielen wollt, dann kommt zu den Schwarzlichtlöwen. Geile Anlage. Geile Anlage, geiler Typ hinter der Theke, wenn er denn dann da ist. Er ist fast immer hier. So, und da wir einen engen Zeitplan haben, wir müssen los. Danke Timmy, schönen Tag noch, weiterhin viel Erfolg. Gerne, ebenso. So, mittlerweile in Riddagshausen angekommen. Pödi ist noch am Essen. Ich habe auch schon gegessen, immer zwei Brötchen auf für Faust. Ja, man merkt aber auch, zu viel Essen ist dann auch nicht gut. Macht auch irgendwie die Beine wieder schlapp. Aber wir mussten. Ganz wichtig. Wir sind jetzt bei Kilometer 22. Ja, also läuft in Anführungsstrichen fast geschafft. So. Wir sind jetzt am Naherholungsgebiet Riddagshausen, hier am Kreuzteich, und langweilig wird uns nicht. Also wir haben schon jede Menge dummes Zeug besprochen. So zum Beispiel gerade eben, wenn wir uns heute Abend ein Fußbad einlassen. Ja, Christoph, ja. Sag, was machst du? Einschlafen. Ja, einfach nur die Füße in so ein Fußbad stecken, das zischt einmal ganz laut, dann kann man wieder warmes Wasser nachkippen. Und ich glaube, dann werden die Beine eine gewisse Schwere erreicht haben, dass wir dann auch gleich einschlafen. Also das merkt man jetzt doch langsam, die Belastung in den Beinen. Aber wir sind ja Löwen, wir kämpfen uns weiter durch hier. Wir beißen und haben jetzt schon 22,5 Kilometer hinter uns. Also das Ende ist schon sichtbar, mit ganz viel Vorstellungskraft, ne? Natürlich nur. Aber ja. Jetzt heißt nicht jammern, sondern durchhalten. Und wir geben natürlich weiter Gas. Steht aber Fußgänger bis Bahnbrücke frei, ne? Oh oh. Haben wir jetzt ein Hindernis vor uns? Leute, das muss ich einfach aufnehmen. Chris ist gerade dabei, nur noch Scheiße zu sabbeln. Ja. Fußgänger bis Bahnbrücke frei. Das wäre jetzt natürlich Skandal, wenn wir hier nicht weiterkommen. Folgt mir immer mit nach. Da müssen wir mal gucken, ob wir durch irgendeinen Kleingarten kommen oder so. Irgendwie. Naja. Also. Wäre auch schön gewesen, wenn das jetzt komplett reibungslos verlaufen würde. Aber wir geben ja auch nicht auf. Entweder fällt uns was ein oder wir nehmen extra Meter in Kauf. Was jetzt echt hart wäre, weil ich fange echt an zu beißen. Es ist schon das Knie, was nicht mehr ganz so mitmachen will. Aber naja. Ja, komm, Christoph, erzähl noch ein bisschen dummes Zeug. Komm. Ich könnte noch 20 Kilometer. Kein Problem. Mach ich alle. Sag Walla. Guck mal, noch. Können wir nicht die Bahnschienen entlang? Ja, aber mittendrauf. Mittendrauf, okay. Aufsehen erwähnen können. Ja, aber eigentlich, wo endet denn das Gleisbett? Oder wo geht's denn lang?
Futter damit mitgebracht. Na gut, wir gucken jetzt erstmal. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. So, das ist jetzt das Hindernis. Jetzt müssen wir da mal gucken, wie wir da dran vorbeikommen. Wahrscheinlich werden wir uns irgendwie über die Brücke oder so schleichen müssen. Das ist natürlich ein nicht so schönes Ergebnis. Aber ja, wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt illegal ist, aber deswegen unterbreche ich mal hier die Aufnahme. Ja, also wir haben einen Weg gefunden, um an der Baustelle vorbeizukommen. Ist jetzt natürlich hier alles, wie ihr seht, nicht so super befestigt, eher Schotter. Aber wichtig ist, dass wir nicht zurück mussten, weil das wäre noch eine Spur härter gewesen. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg zur, was ist das, Helmstedter Straße. So, aber bis dahin sind es auch noch ein paar Meter. Immer wieder gut, dass Micha da ist. Drei Tropfen gab es schon. Ich nehme meine Jacke mit. Unterwegs haben wir tatsächlich noch mal 5 Euro von Stefan abgreifen können. Vielen Dank dafür. Ja, und jetzt kriegen wir auch schon gute Tipps, wie wir uns dann verhalten nach der Zeit, wenn wir wieder angekommen sind. Und ich bin froh, wenn ich zu Hause angekommen bin. So, Leute. So, Leute, wir sind jetzt am Bahnhof. Man sieht es nicht, aber es regnet. Es regnet. Auf der Rückseite. Und hier kann man es nochmal schön sehen im Hintergrund. Ja, jetzt fangen wir tatsächlich an zu beißen. Oder ich noch viel mehr als Christoph. So, die letzten Meter, die ziehen sich jetzt natürlich extrem. Ich glaube, wenn man mich jetzt von vorne oder hinten filmen würde, dann könnte man an meinem Gang schon sehen, dass ich also auch echt schon Probleme habe. Aber aufgeben ist halt keine Option. Richtig, der Fußbus fährt immer. Genau. Ihr merkt also schon, die Motivationssprüche nehmen zu. Dramatisch. Also nach fast 4 Metern gibt es immer einen neuen Spruch. Ja, also bloß durchhalten. Bloß durchhalten. Weil weit ist es ja jetzt nicht mehr. Ja. Ja, Leute, gute Nachrichten bzw. schlechte für die, die uns am Heidbergsee empfangen wollten. Wir sind jetzt schon bei 29 Kilometer, sind hier aber gerade seit Stalumer Straße, Zuckerbergsweg. Und werden jetzt direkt zum Vereinsheim von Melverode gehen. Und da werden sicherlich dann auch noch, ja, etwas über 30 Kilometer zusammenkommen. Von daher sind wir jetzt auf der einen Seite froh, wenn wir es dann bald geschafft haben. In der Top-Zeit. Und Füße tun mir weh. Bei Christoph geht's noch, aber der ist auch 20 Jahre jünger. Der Fußbus fährt immer. Der Fußbus fährt immer. Ja, also, dann wird es gleich das Update geben, wenn wir das Ziel erreicht haben. So, Freunde der Sonne. Wir sind fast da. Wir sind in Melverode angekommen. Jetzt geht es nur noch zum Vereinsheim. Wir haben jetzt 30 Kilometer geschafft. Wir sind auch mittlerweile ganz schön geschafft. Und jetzt geht es wirklich auf die letzten paar Meter ab zum Vereinsheim. Ich schätze mal so ein Kilometer ungefähr wird es noch sein. Vielleicht 1,5. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon die 30 Kilometer Marke geschafft. Und sind auch glücklich drüber und das, was wir jetzt hier unterwegs an Spenden einnehmen konnten, war auch schon mal ganz gut. Ich bin gespannt, was noch so überwiesen worden ist. Ja, mal sehen, was am Ende zusammenkommt. Wie gesagt, alles für einen guten Zweck.
und dafür haben wir es auch gern gemacht. Jetzt seid ihr froh, wa? Wir haben es geschafft. 31,5 Kilometer. Happy Hour. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Wahnsinn. Mann. Die sehen völlig kaputt. Ich freue mich jetzt auf die Spendenergebnisse, werden wir euch dann mitteilen. Uns hat Spaß gemacht. Ja. War eine geile Sache. Auf jeden Fall. Ja, so, jetzt gut. Drehen wir uns noch mal ein bisschen, dass wir auch sehen können. Da sind wir heute Morgen losgegangen. Da so eine Ecke, das ja. Pödi. Da so. Und ja, jetzt ist Feierabend. Vielen Dank für euer Folgen, eure Unterstützung. Spendenergebnis werden wir dann nächste Woche bekannt geben. Und in dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ja, ne? Schönes Wochenende. Bis bald. Uns hat Spaß gemacht. Macht's gut. Ne? Bis denn. Oh. Oh. So, Leute. Wir sind jetzt wieder bei mir zu Hause angekommen. Wir haben knappe 32 Kilometer hinter uns gebracht. Es ist jetzt tatsächlich 15.36 Uhr. Also wir sind ja, innerhalb unseres gesteckten Ziels geblieben. Ich weiß nicht, falls jemand meine Socken ersteigern möchte, ich möchte es euch jetzt nicht antun. Gegen den Höchstbieter gebe ich die ab. Vorausgesetzt, sie haben sich nicht vorher selbst aufgelöst. Christoph, wie war es für dich? Ja, war gut. Zum Schluss, letzte Drittel, ein bisschen anstrengender gewesen auf jeden Fall. Froh, dass man jetzt ja, die Strecke geschafft hat. Ja, ich hoffe, ja, dass vielleicht doch noch ein paar Leute gespendet haben. Wir haben den einen oder anderen unterwegs getroffen, wurden, wie gesagt, auch zwischenzeitlich mal angehalten. Gab es dann auch noch eine Spende und ein Getränk. Und ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und ja, ich denke mal, wir sind jetzt froh, wenn wir jetzt mal ein bisschen abschalten können. Ne? Ja, jetzt geht es gleich in die Wanne, Füße hoch und dann das komplette Spendenergebnis wird dann auch irgendwo von uns publiziert werden, weil wir jetzt natürlich auch abwarten müssen, was auf dem Stiftungskonto eingegangen ist. Da wissen wir, da war die ein oder andere Zahlung unterwegs. Wer jetzt noch spenden möchte, bis Mittwoch, den 23.03. ist das noch möglich. Ganz wichtig, Stichwort oder Verwendungszweck ist Megawalk und dann habt ihr die Chance noch was zu gewinnen. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Folgen. Vielen Dank fürs Spenden. Und in dem Sinne, bis zur nächsten chaotischen Aktion von uns Krachlatten, wo wir wieder bis ans Äußerste gehen, quasi über. Mein Limit. Nicht das von Christoph, mein Nein. Limit. Und ja, in dem Sinne. Macht's gut. So, wir sind jetzt quasi fast aus Querum raus. Ich bin stolz auf Pödi, muss ich sagen. Er schlägt sich echt tapfer. Ich habe schon Notfallkontakt alarmiert, dass ich dann den Standort schicke, wo er im Graben liegt. Aber mal gucken, ob es soweit kommt. Ich bin dazu. Hilfe! So Leute, wir haben uns gerade überlegt, in 3 Wochen, da machen wir das gleiche nochmal, nur mit dem Auto. Das heißt also, wir fahren die 30 Kilometer, wollen dann natürlich auch versuchen, unter 5 Stunden wieder ins Ziel zu kommen. Wird eine Herausforderung, aber ich denke, das kriegen wir hin. Oder was sagst du? Ja, sollten wir schaffen. Okay, genug gesnackt. Wir müssen noch ein bisschen Strecke schaffen. So, da haben wir jetzt einen Einkaufswagen gefunden. Wir waren gerade am Überlegen, ob ich mich da reinsetze und Christoph mich den Rest schiebt. Oder wir eine Runde Jackass spielen und hier den Berg runterfahren. Haben uns aber dann dagegen entschieden. Einfach nur der Sicherheit wegen, weil ich absolut nicht mehr kann. So Leute, jetzt merkt auch Christoph langsam Füße. Ich habe Fuß. Er hat Fuß. Und Jacke hat er sich auch schon wieder angezogen. Okay. Ne? Weil Sonne ist weg, wie man vielleicht sieht. Und es hat auch schon 3 Tropfen geregnet. 3 Tropfen hat es auch schon geregnet. Aber wir sind ja Kinder der Südkurve.
Ne, ich bin im Stall ohne Dach groß geworden. Was soll der? Also, brauchen wir ja drei Tropfen hier. Wenn es nicht gerade Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle sind, dann wird weiter marschiert hier. Wir gehen bis zum Erbrechen. Ganz toll. Uns erreichen auch zwischendurch immer wieder Nachrichten, was wir denn so tun sollten, wenn wir zu Hause angekommen sind, damit es uns morgen nicht ganz so schlecht geht. Den einen oder anderen Tipp kennen wir, werden wir auch beherzigen, aber ganz viel davon, ja, Mann oder Maus, ne? Da muss man halt durch. So traurig wie das dann auch ist, für Fuß, Bein, Oberkörper, Rücken oder sonst irgendwas, da müssen wir einfach durch. Hauptsache, wir sind dann nächstes Wochenende wieder im Stadion, wenn unsere Eintracht spielt, damit wir da dann wieder schön Fußball gucken können. So, Christoph ist schon wieder fleißig am Film und besprechen. Wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Also, wir sind echt gut in der Zeit. Muss jetzt aber auch mal die Schuhe tauschen, weil jetzt geht es mir doch tatsächlich langsam auf die Füße. So, und dass ihr das seht, ne? Hinter mir ist der Flughafen. So, und ja, dann geht's gleich weiter. Führungsmaßnahmen treffen, weil ich tausche meine Schuhe. Boah, zieh an! Boah. Heiliger, die arme Nuray heute Abend. Boah, Schuhe. Na, wird's denn gehen, alter Mann? Da hat sich schon die Sohle verschoben. Also kommen wir nicht voran, ne? Nee. So nicht. Kann sie nur noch im Stundenhandel. Ja. Aber wir haben ja Zeit gut gemacht. Ja, ein paar Minuten haben wir. Boah, sogar hier voll Schweiß abgetroffen. Oh. Ja, die Platte ist morgen weggegangen. Da ätzt sich quasi mein Fuß gerade rein. Wenn ich jetzt austrainiert wäre wie du oder zumindest annähernd die Kleidung hätte. Ich hab's dir gesagt. Ja, geht. Ja. Läuft. So. Ich würde dir helfen, aber die Schuhe will ich nicht anfassen. Verständlich, aber ja. Also. So, jetzt geht's gleich richtig ab hier. Rennt er mir weg. Unstoppable. Ups. Das wäre natürlich auch geil, ne? Schal so eingebunden und so gehen. Ne? Ja. So. So. Nicht lang schnacken, ne? Ja. Ich denke die an die, dass sie auswürfen können, ne? Oh, armer Micha, der muss ja jetzt mit denen fahren, ey. Oh. Das Fenster runter. Ja. Alle am besten. Ja, ich werde die versiegeln. Noch mal so. Ne? Mach mal so, haben wir keinen Stress. Ja. Ja, ja. Und noch mal in den Rucksack. Und den auch zu machen. Cooler Hinweis von der Firma Wolters. Pfand gehört daneben. Also nicht in den Mülleimer schmeißen oder so. Denkt dran, wir haben genug Altersarmut und Menschen, die auf das Lehrgut angewiesen sind. Von daher haut's nicht in die Mülltonne, schenkt ihnen ein bisschen Würde, dass sie sich das dann neben dem Mülleimer wegholen. Und sei nett zu dir, trink Woltersbier. Und sei nett zu dir, trink Woltersbier, genau.